Please hold for a very important message. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Sonntag. Heute ist wirklich ein richtig scheiß Wetter. Ja, ich kann es nicht anders erklären. Ne? Wenn du rausgehst und dir der Concealer direkt verschmiert und ins Dekolleté rutscht, das ist nicht lustig. Aber ich mache das Beste draus und kommentiere jetzt Love Island und zwar die 5. Folge. Lass mir auch nicht die Laune verderben von den ganzen Weihnachtstagen. Wenn dir mein Kanal gefällt und ich auch vielleicht, ja, also mich will ja eigentlich keiner, aber die sagen immer nur, Sunny, du siehst gut aus, aber keiner will mich wirklich, dann abonniert diesen Kanal und supportet mich und lasst einen Kommentar da und ja. Weißt du, ich habe so das Gefühl, dass sie sich gut fühlt, wenn ich mich gut fühle, so, weißt du, ich meine? Redest du von Bianca? Also ganz ehrlich, diese Romanze verstehe ich ja gar nicht, das ist so wie meine Beziehung zu dem Sofa, also... Es fühlt sich gut, wenn ich mich gut fühle, so von wegen, aber wenn ich mich nicht gut fühle, dann ist es im Sofa eigentlich auch egal. Also gibt mir schon so das Gefühl so, dass ich quasi weiß, wo mein Stellenwert ist. Wo genau wäre der? Also ihr wollt mir doch nicht wirklich sagen, dass ihr am Flirten seid oder so, du und Bianca. Ihr lebt halt wirklich total aneinander vorbei. Naja, es ist auf jeden Fall so, die Hotte Granate, ja, der Amadou, ne? Der buhlt auch um die Bianca, weil die Bianca am besten gemacht ist. So, und der Adriano, ne, hat jetzt irgendwie Schiss und so und will das mal abklären in einem romantischen Gespräch. Nicht. Er schnappt sich seine geliebte Bianca, ja, und führt ein Gespräch mit ihr, wie ich das früher in der Bank gemacht habe. Also richtig so ein Beratungsgespräch. Ich wollte einfach nur nochmal nachhören, so wie du zu der ganzen Situation aktuell stehst. Meinst du jetzt das Wetter hier auf Teneriffa oder die Position von meinem neuen Kind, oder? Wie geht's dir mit den Neuen und wie geht's dir mit mir? Genauso wie vorher eigentlich. Hauptsache, ich komme ins Fernsehen. Also, mir geht's voll gut. Mhm. Wer so fragt, ne, kriegt auch so eine Antwort. Gut. Und jetzt? Was willst du jetzt von mir? Er drückt seine Gefühle und sein Interesse ein bisschen anders aus. Ja, halt gar nicht eigentlich, ne? Er hat gesagt, du bist von allen, die dort gestrandet sind, die schönste. Ja, okay, das ist das Interesse und das Gefühl. Du musst halt natürlich auch machen. Eine gewisse Eroberungslust an den Tag legen, ja, so, weißt du? Oh mein Gott, weißt du, wenn man gewissen Leuten die deutsche Sprache an die Hand gibt, ne, dann artet das aus in so... Weiß nicht, was die da versuchen. So ein Battle der Germanistik. Er will die Eroberungslust an den Tag legen. Im Vorfeld haben alle einen kompatibel. Also da muss ich sagen, ist mir Avocadium einiges sympathischer. Ja, die kriegt Kompatibilitätscheck nicht ausgesprochen. Ja, da muss ich auch kurz stottern. Ist menschlich. Kompatibilität. Ja, ja, genau. Die Germanisten, die selbst helfen dir gerne unter die Arme und du versuchst es eisern, aber lass es einfach. Du hast andere Qualitäten. Wir wissen noch nicht, welche Blondie, aber die kommen bestimmt noch ans Tageslicht. Komparsenrolle? Katakomben? Naja, ist auch egal. Wir wissen, glaube ich, was ihr meint. Das kann sich alles noch ändern. Mein Herz ist eh schon hoch. Hat das auch schon bessere Tage, Junge. Unsere zweite Nicht-Granate, ja, das fing schon scheiße an am ersten Tag und irgendwie ging das am zweiten Tag auch nicht besser. Alle machen halt so einen fetten Bogen um ihn, keiner will ihn, jeder hat ihm das gebrochene Herz in die Hand gedrückt. Mensch, das ist aber auch ein bisschen, ja, scheiße halt, ne? Ist halt unfair, die Welt. Das Ding ist, Emilia ist halt von leben kannst, ne? Vom Charakter her voll so mein, also voll so wie ich. Immer dieser Charakter, ne? Sie ist halt vom Charakter echt eine tolle, aber... Oh. Aber mir fehlt so dieses... Gesicht von Greta. Habt ihr Adriano gesehen? Die sind trainieren. Die sind gerade... Die sind trainieren, ja. Fass mich bitte an. Gut. Ich würde dich gerne nochmal bitten, dass wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, Koop, ne? Ich sag ja, die Ananasgranate ist eigentlich gar keine Granate. Also, die neue Granate findet halt Bianca einfach heißer. Also, müsste sie das jetzt einfach mal checken und on to the next, oder? Nach dem Verkaufsgespräch zwischen Adriano und Bianca hat Bianca erstmal gesagt, ja, also der verkauft mir seine Gefühle ganz toll, den nehme ich. Dann hat jetzt die zweite Granate, Adana Kebab, Adanan oder sowas, egal. Auf jeden Fall der heiße Typ, ne? Ihr jetzt auch nochmal seine Gefühle offenbart, aber genauso gefühlstot. Also so richtig so, ja, du bist ja einfach die Schönste, ne? Du hast voll die schöne Verpackung. Und dann sagt sie direkt...
Verkappelt heißt ja eigentlich nix. Ja, aber wenn ich mir das so recht überlege, dann heißt es ja eigentlich nichts. Ich hab dem Adriano zwar gerade gesagt, dass ich den super finde, aber nehme ich halt dich. Gefällt mir halt voll. Ja, aber du bist jetzt ja auch irgendwie keine Vierjährige, dass du genau das, was du haben willst, immer so direkt bekommen musst. Und es ist ja auch kein Apfel oder so im Obstregal, so in der Obsttheke, die du unbedingt kriegen musst, sondern es ist ein Mensch, der deine Gefühle nicht erwidert. Ja, nur weil der zwei gut findet, heißt es das nicht, dass die Nummer zwei bist. Ja, das heißt es nicht, aber irgendwie heißt es das ja doch, wenn wir uns mal hier ganz ehrlich in die Augen schauen. Ich habe immer gesagt, so, dass mir Optik extrem wichtig ist. Ganz simpel. Ganz simpel, wenn die alte Kacke aussieht, dann krieg ich keinen hoch. Ja, und dann ist das Lied auch schon zu Ende. Und ich bin jemand, ich will eine hübsche Frau an meiner Seite haben. Das ist süß. Das ist nicht süß, das ist einfach nur oberflächlich. Mich hat es in dem Moment halt schon verletzt, weil... Ja, weil das ist ein wildfremder Mann, ja, und ich hoppe ja hier von einem zum anderen und den Adanan, den finde ich jetzt einfach am heißesten und der guckt mich nicht mit dem Arsch an, weil er findet, ich bin eine Gesichtsgrätsche und es hat mich verletzt. Ja, der Adanan hat ja die Bianca wieder zur Seite genommen, hat mit der geredet, ihr schöne Augen gemacht, Bianca erzählt das Gesichtsgrätschletter, ja, und die zieht ein Resümee. Ist ein Spieler auf jeden Fall, das wusste ich. Ja, wusste ich. Ist ein Arschloch, ist ein Spieler. Also, nee, der will mich nicht. Nee, das ist ein Arsch, ey. Ich gehe jetzt in die Ecke. Nein, doch. Das ist so ein Arsch. Ich gehe jetzt in die Ecke. Ich unbegehrtes Stück, ey. Gar nichts hat mir was gebracht. Niemand, dass die mich jetzt Granate plantiert haben. Ich will nicht jemanden, der mich nicht will. Aber wenn er mich nicht will, dann bleib ich trotzdem dran kleben wie eine Klette. Aber wenn ich jemanden will, dann will ich. Ich weiß, das grenzt an Vergewaltigung. Aber wenn ich will, dann will ich. Ist mir egal, ob er auch will. Mein Herz klopft. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es klopft, meine Süße. Ich weiß nicht, ob du in Biologie andere Sachen auf Toilette gemacht hast, aber es ist ein gutes Zeichen. Das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche, dass ich endlich eine Person finde. Die lebt. Ne? Also so eine lebendige Person, die mich irgendwie auch toll findet. Ja, und trotzdem will mich niemand. Ob das peinlich ist, dass ich hier meine ganzen Psychosen auspacke, weiß ich nicht. Aber was sagt denn Heidi? Ach nee, ist ja gar nicht Germany, ist ja nichts Topmodel, ist Topmodel Germany. Soll ich eine Sonnenbrille holen? Also, um die verhunzten Lippen zu bedecken, bräuchtest du aber eine ganz schön große Sonnenbrille. Ja, ich habe eben im realen Leben da draußen... Schon so tiefere Probleme, ne? Ich versuche das irgendwie zu kaschieren, aber ihr seht ja, es ist mir nicht gut gelungen. Ich wünsche mir von Armand Moon, dass... Dass er jetzt mal über seinen Schatten springt und seine Vorlieben mal über Bord wirft, weil ich will. Hast du noch nie irgendwas Gutes gesagt? Stimmt nicht, ich habe selbst schon mal was Gutes gesagt. Fishing for Compliments, naja, also ich mag den Finn ja und irgendwie kann er machen, was er will. Ja, wenn ich sage, du bist nett, dann ist das schon ein Kompliment, finde ich. Die meisten Menschen würden sagen, nett ist die Schwester von Scheiße, aber okay. Möglich wär's? Ich schaue einfach wieder aus wie eine Barbie. Ja, und wer's denn kennen? Romeo, mach dir mal keine Hoffnung, du bestimmt nicht. Ja, Breno denkt sich so, okay, einmal mühevoll einstudiert, diesen Hubschrauber-Move, den bringen wir jetzt einfach immer. Kurz nach dem Essen, auf der Tanzfläche, nachdem sie kacken war. Und das regt einfach alles an. Durchblutung und so kann die eh gebrauchen. Wir machen das jetzt einfach mal immer. Ja, dann haben wir hier die zweite Nicht-Granate. Ne? Die will ja irgendwie keiner, ich hab's euch ja gesagt. So, und dann wird mal gefragt, so, was ist denn los bei dir? Ja, ich war ein bisschen gehandicapt. War für mich nicht leicht, ja. Wieso jetzt? Weil du Durchfall hattest? Oder gibt's irgendwelche... Krankheitsbilder, über die wir nicht informiert sind als Zuschauer? Ich finde schon, dass ich mir Mühe gebe. Ja, ich heb diese kleine Greta hier jedes Mal in die Luft. Also ich meine, das sollte doch schon mal appreciated werden, oder? Ich nehme mir eigentlich schon immer das, was ich will. Nur wäre es tatsächlich auch mal schön. Wenn ich dabei nicht mit einem Fuß im Knast wäre, weil vielleicht mein Gegenüber das mal zur Abwechslung erwidern würde. Wir kamen hier alle mit der ein oder anderen Erwartung rein. Blöderweise haben sich die Erwartungen für alle erfüllt, bis auf mich, also für mich einfach nicht. Mir gefällt, dass du dieselben kulturellen Hintergründe hast wie ich. Kommt die jetzt auch aus der Elefantenbeinküste? Meine Entscheidung fällt heute Abend auf Amadou. Boah, richtig der Opfermove, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da will der Typ dich nicht, weil er findet, du bist eine Gesichtsgrätsche. Und du flänzt im Fernsehen rum, ja, dass die Balken platzen oder was weiß ich, was man dazu sagt. Und anstatt dir diesen Nervfaktor von der Backe zu
wählen. Und den benachteiligten Nicht-Granatenmann, der irgendwie Magen-Darm hatte, zu retten. Und dich auch. Stürzt du dich ins Verderben, erniedrigst dich maximal und wählst den Adana. Ich bin super zufrieden mit der Entscheidung. Ich bin positiv überrascht. Weil ich die ja nicht im Marsch angeguckt habe und ich ihr lauter Körbe gegeben habe, dass die immer noch interessiert ist, ist also sehr überraschend. Ja, es sieht ein bisschen an wie Familie schon. Das ist sehr traurig. Ich weiß nicht, ob die nie in den Genuss von Familie gekommen ist oder wieso sie das sagt. Du musst deine Koffer jetzt packen und dann die Villa verlassen. Ja, so schnell er da war, ist er auch wieder gegangen. Das war ja auch meine Prognose, als ich ihm das allererste Mal in das gerötete Auge sah. Du hattest echt keine faire Chance. Das ist echt nicht. Okay, okay, halblang. Du hattest echt keine faire Chance und das Leben ist nicht fair. Meine Güte, der Typ sieht einfach nur nicht gut aus. Das ist doch nicht, ja, irgendwie ist das auch unfair, ne? Ja, aber die einen müssen halt tiefer in die Tasche greifen, um bessere Chancen im Leben zu haben, ne? Weil sie erstmal Sachen erneuern müssen oder verbessern müssen, optimieren, sagen die Ärzte, ja. Und die anderen nicht, ja. Ist schon ein bisschen unfair. Leute, ich glaube, ich habe hier richtig das schlechte Licht, muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt mir jetzt erst auf am Ende dieses Videos, weil hier ist so hell und meine Leuchte von vorne sieht man gar nicht mehr. Na, ist noch egal. Ich bin jetzt fertig mit dem Review und da die inneren Werte zählen, hoffe ich, dass ihr diese versteht. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns bald.